Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 auf Seiten der Alliierten. Genau. Und willkommen somit zu Mission Nummer 4 schon bei den Alliierten. Wir müssen mit diesem Spion Tanja aus dem russischen Gefängnis befreien. Genau, und das würde ich sagen, da müssen wir aufpassen, weil der Spion hat die Eigenschaft, dass der halt nicht von Einheiten entdeckt wird, aber von diesen Mistviechern wird er entdeckt. Und ja, daher müssen wir uns jetzt schön hier wieder... Ah, nein, 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 nein! Ja, das war's schon. Scheiße, fuck. Da war ich zu schnell. Fängt ja immer wieder gut an hier, ey. Mann! Da bin ich direkt hier. Ja. Direkt hier gekillt. Also, das heißt nicht daher, sondern hier lang, wirklich. Hier links irgendwo lang, ne? Weil da die ganze Zeit diese. Ne, ich muss hierher. Weil die ganze Zeit diese Viecher hier rumlaufen. Wie mache ich das denn am besten? Wie soll ich denn an denen vorbeikommen? Für Königin und Vaterland. So, ich speichere das nochmal. Mission 4. So. Einsatz gespeichert. Oh, in der Tat. Die kommen nämlich irgendwann wieder hier runter. Komme ich hier durch? Ja, ich komme hier durch. Oh Gott. Ich kann ja dann auch direkt rein. Ne? Nein, kann ich nicht. Ich muss abwarten. Ein bisschen abwarten. So. Das ist aber... eine andere, ne? Ja, ist eine andere Karte. Bin bereits unterwegs. Nee, das mache ich nicht. Da gehe ich jetzt nicht rein. So, dann warte ich einfach mal ab, bis die wieder nach links gehen, die Viecher. Na, komm schon. Aber warum gehen die denn jetzt hoch? Ah, egal. Die sind weit genug weg. Komm. Die sind weit genug weg jetzt, oder? Das reicht doch jetzt. Nein. Nein. Okay, nee, bleib da weg. Das will ich jetzt nicht riskieren. So, jetzt. Bin bereits unterwegs. Komm, und? Für Königin und Vaterland. Bitte, komm. Für Königin und Vaterland. Ja, genau. Das sehe ich auch so. So, da fährt der Truck los. Wie die im Video gesagt haben, wir sollen uns ja in einem Truck fortbewegen. Und, genau. Dann würde ich sagen, schauen wir dem einfach mal zu. Während ich mal kurz gucke, ob der aufnimmt. Ja, er nimmt auf. Sehr schön. So, okay. Alles klar. Dann. Ah, doch, hier. Okay, alles klar. Ja, ich weiß Bescheid. So, okay. Bitte, Commander. Jo! Der fährt einfach mal so in Explosionsfässer rein. Okay. Jo, Tanja. Mach's gut. Komm. So. Kill sie. Zack. Das war die Filmszene, die wir eben gesehen haben. Ah, nee, das war nicht die Filmszene. Das war was anderes. Das war halt nach der Filmszene, ne? Ja. Jetzt gerade. Was ist? Die haben die halt gefangen genommen. Ja. Der Typ wollte sie halt vergewaltigen, aber... Ah. Hund! Hund! Oh, lauf weg! Oh, diese Grenadiere. Ey, und diese Hunde. Na komm. Oh Gott, die ist fast tot. Scheiße, ey. Da kommen jetzt noch ein paar Typen, okay. Ja, die kann ich mal kommen lassen. Ist okay. So, zack. Und den Hund auch. Speziell den Hund. So, okay, das kann weg. Ah, alles klar. Och nö, da sind noch Grenadiere da oben. Ich glaube, ich mache noch ein bisschen kaputt, weil die Zeit, die da läuft, die ist ja äußerst großzügig. Ich soll ja eigentlich erstmal nur die Flachs kaputt machen, aber... Nö. So, da ist der Hubschrauber schon. Aber ich schicke die jetzt erstmal noch nicht da rein.
Oh, oh, oder doch, oder doch. Geh da rein, schnell, komm. Geh rein. Das sind Grenadiere. Oh. Ja, komm, ist egal. Jetzt. Den Rest machen wir aber mit Panzerplatz. Ja, wir müssen nämlich, wir haben sie jetzt nämlich befreit. Und hier kommt unsere Verstärkung für die richtige Mission. Oh Gott, meine Invasion! Nein! Meine Invasoren hier! Lass sie doch in Ruhe. So. Die Invasoren brauche ich doch noch. Zack. Okay. Gut, weil wir müssen jetzt nämlich eine russische Basis einnehmen, und zwar die hier. Alles klar, wie mache ich das jetzt alles? Ich ziehe erstmal alles hier hin. Ja, sure. Ja, kriege ich die jetzt auch noch hier, oder was? Ja, sure. Die Stimmen sind so geil hier manchmal, wirklich. So, genau, dann. Ich habe zwei Artillerien dabei. Gut. Kümmern die sich bitte erstmal um den Flammenturm, ja? Sehr schön. So. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr wieder dabei seid mit Command & Conquer. Ich habe doch sehr viel Spaß an diesem Spiel. Deshalb nehme ich das auch jetzt so relativ am Stück auf. So, dann killt mal die scheiß Grenadiere da. Sehr schön. Komm schon. Ah, enttäuscht mich nicht. Mensch. So, jawoll. Zack. Zack. Ah! Eine ist weg. Okay, eine ist weg. Fuck Hunde da. Gut gemacht. So, einfach abwarten. Gut, dann schicke ich mal den Jeep vor und der soll mal die Fässer dafür nichten. Und er zieht jetzt den Mammutpanzer aus. Das ist nämlich ein fetter Mammutpanzer hier. Die mächtigste Panzerwaffe der Russen. Ziemlich unfair. Schaut mal, wie viel der aushält. Na egal, den Jeep. Kann man den hier machen. So. Zack, da ist er down. Ah, alles klar. Das war's auch schon mit der Gegenwehr. Ja, geil. Geiler Sound. So, wir können nämlich... Die Werkstatt ist schon mal weg. Wir können nämlich diese vier Gebäude hier einnehmen. Ich würde sagen, das mache ich auch. Ah, wir können... Wir haben nur drei Invasoren, das ist das halt. Ja, aber ich glaube, wir nehmen das Großkraftwerk hier schon mal ein. Also das kleine Kraftwerk. Genau, das, das. Und dann den Bau. So, dann Schritt für Schritt. Der muss nämlich auf rot sein, damit wir den einnehmen können. So, okay, dann. Oder ist das klug? Nee, 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 stopp. Das ist vielleicht unklug. Geht lieber erstmal hier drauf. Weil vielleicht verkauft er dann alles. Das ist halt das. Ah, der repariert nicht, das heißt. Ich könnte das die Artillerie machen lassen. Die Artillerie. So, dann gehen wir da rein. Das heißt, wir haben jetzt Russenpanzer. Geil! Wir haben jetzt Russenpanzer. Ich muss einmal noch mal kurz gucken, ob der aufnimmt. Ja, der nimmt auf. Sehr schön. Wir haben Russenpanzer. Sehr schön. Das wird ein Spaß hier, schwerer Panzer. Geh du ja schon mal da rein. Die anderen können das schon mal gucken. So. Moment, Moment! Genau das wusste ich, ey! Dass da wieder einer rauskommt. Gerade überfahr den. So. Was macht der denn da? Da kommt ein Flammenwerfer, okay. Nö, 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 nicht so, mein Freund. So, gut. Dann warte ich jetzt, bis der rot ist. Und dann übernehme ich den. So, zack. Dann aufhören. Und yes! Schön Bauhof hier. Schön Russenbauhof. Geil. Ja. Zack. So, dann haben wir hier schon mal die wichtigsten Gebäude. Waffenfabrik, Bauhof und Energie. Sehr schön. Konstruktion abgeschlossen. Jetzt mal weiter hier mit dem Bauen. Wird gebaut. Na schön, die Panzer bauen hier. Leider nicht möglich. Es wird bereits gebaut. Warum geht das nicht weiter? Abgeschlossen. Abgebrochen. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Schön. Jetzt geht da weiter. Okay. Warum hat der eben nicht produziert? Naja, keine Ahnung. Okay. Gut, das heißt, wir können uns hier jetzt erstmal ausbreiten. Das machen wir mal. Hier oben hin? Nutze ich eh nicht.
Dann eine Raffinerie direkt und ein. Ah, Sammler kann ich gar nicht. Jawoll! Wir haben ja erstmal die fetten Dinger hier. So. Jetzt reden wir mal weiter, Russe. Soll ich ihn provozieren? Soll ich den provozieren und den Sammler angreifen? Das mache ich, wenn ich genug Panzer habe. Ich würde sagen, die Russenpanzer sammle ich mal hier. Die alliierten Panzer, die sind die Verteidigung. So mache ich das ja. Weil nur Flammentürme haben wir hier. Das ist nur für Infanterie gut, aber nichts für Panzer haben wir. Das ist das Blöde. Ah, komm schon, schneller. Und zack. Nächste. Und die Raffinerie dauert auch Ewigkeiten. So. Und direkt danach den zweiten Sammler. Dann haben wir nämlich erstmal eine Grundverteidigung. Der Sammler hier, der kann erstmal hier oben sammeln. So. Wenn der fertig ist, direkt Sammler hinterher. Und Radar. Zack. Schön aufbauen. In Ordnung. So. Moment, ich schau grad mal was. Jawohl. Okay, sehr schön. Erwarte Ihre Befehle. Nochmal kurz gucken, ob der aufnimmt. Das tut er noch. Ja, sehr schön, oder? Ja, das tut er noch. Wunderbar. Okay. Ja, tut mir leid, wenn ich jetzt ab und zu mal zwischendurch jetzt hier mich ausklinken muss für einen Aufnahmecheck, aber das ist halt. Ah, was macht der denn? Ey, du Penner, lass meinen Sammler in Ruhe. Jetzt komme ich mal mit der gleichen Waffe hier. Hä, was für. Oh, Raketenwerfer. Oh, du Penner, ey. Wirklich. So, dann hast du hier den noch und hier den noch. Ich weiß schon, was du willst. Du willst deinen Sammler sichern. Ja, ja, ich weiß. Aber das kriegst du nicht hin. Nee. So, Flugzeuge. Auch noch. Und das ohne Flak. Ja, toll. Ich hab hier nämlich keinen. Ey! Kannst du mal aufhören zu nerven mit deinen Raketenwerfern? Das ist ja wohl nicht mehr schön, ey. So. Oh, überfahr den doch einfach. So. Oh, wir haben auch Raketenwerfer. Ja, die baue ich auch. Die sind auch geil. Ja, Sir, bestätigt. Ich liebe Raketenwerfer. Herrlich. Schöne V2. Schöne deutsche Technologie eigentlich. Aber naja. Hallo? Überfahr den. So. Ich kann hier nichts machen. Ich kann hier keine Flak bauen. Überfahr den. Komm. Weiterer Raketenwerfer. Jetzt überfahr den endlich. Alter, der will mich verarschen. Der will mich echt verarschen. Mit seinen Taktiken da. Egal. Gucken wir einfach mal zu, wie die KI ihre Arbeit tut. Diese Funktion gibt es übrigens nur hier in dieser Version. Indem man einfach auf die Einheiten drückt. Jawoll! Einfach auf die Einheiten drücken und dann mit Alt-Taste gedrückt halten und dann überfährt der die. Normalerweise müsste man das manuell machen und das ist ganz schön nervig. Ernsthaft. So, gibt's hier noch was? Was ich hier noch irgendwie bauen kann? Ich kann ja nichts an Luftabwehr bauen. Oder doch? Ich kann ein Flugfeld bauen, das ist geil. Alter. Danke. Der mit seinen Raketenwerfern, ey. So. 1350, ja, das passt. Nein, Tesla spulen! Oh, ich war gerade weg. Da sind hier Tesla-Spulen am Werk. Oh Mann, ja, die Stromverteidigung von den Russen. Ja, super. Toll. Wird gebaut. Da haben wir die auch mal gesehen. So, zack. Jack. Komm. Flugzeuge. Flugzeuge in meinem Bauch, komm. Ja, ich weiß, der war nicht lustig. Ah, hier habe ich eine Flak. Eine Flak habe ich. Stell die mal da oben hin. Der will meine Panzer haben. Moment. Stell den mal da hin. Dann bau nochmal eine Jacke und einen schweren Panzer. Ja, Sir. Der will diesen. Nee. Was macht. Welchen Panzer will denn der haben? Bereit zum Einsatz. Ich bin jetzt verwirrt. Egal. Ja, Sir. Zieh die alle mal dahin. Ja, Sir. In Ordnung. Da sind wieder zwei Raketenwerfer. Ich sehe die doch. Einheit
Alter. Können wir auch mal die Flugzeuge in Aktion sehen? Was machen die denn? Die machen ja gar nichts. Sind die verbuggt? Oh, da war eine Mine, habt ihr das gesehen? Da ist was explodiert auf dem Boden, aber wir haben nichts gesehen. So, dann fahr den mal platt. Nein, fahr den nicht platt! Oh mein Gott, geh weg! Ah. Scheiß Tesla-Spulen, ey. Ich hasse sie. Zumindest wenn sie gegen mich sind. So, ey. Der will meinen Raketenwerfer. Das ist das, okay. Ich baue mal eine Werkstatt. So, weiter. Panzer bauen. Verteidigung kümmere ich mich jetzt nicht sonderlich drum. Ich habe nur diese Russenverteidigung, das sind nur die Flammentürme. Radar habe ich, Waffenwerfer habe ich, habe alles, ja. Außer die Werkstatt, aber die kommt ja. Melde mich wie befohlen. Danach kämpfe ich mir mal den Weg hier für das Erzfeld frei. Ja, komm. Komm nur. Du wirst jetzt abgeballert. Yes! Ah, geh weg! Boah. Alter Schwede. Die hätten fast ihren eigenen Mann gekillt. Ja, die sind schon geil, die Teile. Wirklich. So. Soll ich mal einen Angriff wagen, Kleinen? Ne, ich warte noch, bis der Panzer fertig ist. Oder? Da ist ja noch eins. Ja, sehr schön. Direkt mal drei Raketen. Okay. Bestätigt. Wird gebaut. Direkt den nächsten bauen. Und zack, Team 1, kümmert sich mal hier drum. Um die Vertreibung des Sammlers. Ich schau noch mal ganz kurz. 16:50, ja, das passt. So, alles klar, dann geht's mal los hier. Und zack. So, weg mit dem. Ah, scheiße. Ah, geh zurück. Diese scheiß Teslas. Okay, egal, hier, so, jetzt kill den, komm. Kill den scheiß Sammler von dem. Damit mich meine da hinschicken kann. So, jawoll. Ah, warte mal, die V2 Raketenwerfer. Ah, stimmt, der hat ja auch welche. Ja, die fliegen jetzt die Raketen nur so her. Ja, komm. Ah, nein, geh raus. Die, ey, was macht der denn da? Nein, der will uns nur verarschen, komm. Dann kümmert ihr euch mal da drum. Die Raketenwerfer und die Tesla-Spulen. Nein, nicht reinfahren! Oh, nicht in die Range fahren, seid ihr blöd? So, dann baue ich die jetzt halt mal nach. Wird gebaut. Schönes Russenarsenal hier, ja, ist schon geil. So, mache ich mit denen mal den Strom weg. So sieht's aus, das mache ich. Ja, Sir. In Ordnung. Weil ohne Strom funktionieren auch die Tesla-Spulen nicht. Genau. Einheit bereit. Einheit verloren. Ah, Mann. Oh! Ja, ist das mies, ey. Aber immerhin ist die Tesla weg. Dann überfahr die mal, komm. Überfahr die mal. Ha? Was? Alter Schwede. Einheit bereit. Immer die Flugzeuge dafür. Ah, nein, das wollte ich nicht. So. In Ordnung. Ah, mal kurz gucken. Ja, das scheint zu laufen, alles klar. Dann. So. Und zack. Weg damit. Hier Einsatzfahrzeug. Die beiden kümmern. Hier Einsatzfahrzeug. Ich finde echt die Moral von den Typen geil. Schön im Krieg noch schön motiviert sein. Und zack. Du machst jetzt die andere. Zack. So. Und hier wird erstmal abgesichert. Das ist ja wohl die Höhe, was hier alles immer herkommt.